Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute habe ich eine kleine Überraschung für euch. Eines der größten Themen auf meinem Kanal ist ja immer wieder der große Kampf zwischen der YouTube Science-Based Trainingsmethode versus dem Bro-Split. Ich weiß schon nie, wie ich es nennen soll. Im Prinzip geht es nur darum, einmal die Woche den Muskel trainieren oder zweimal. Dann gibt es noch ein paar andere Merkmale davon. Aber das ist die große Streitfrage. Und sehr viele da draußen sind recht pikiert, regelrecht, wenn sie seit 7, 8 Jahren eigentlich von YouTube immer was anderes hören. Und dann erzähle ich, dass nicht nur man einmal die Woche trainieren soll, sondern, und das sage ich ja auch immer wieder, ich bin Fitnesstrainer, ich mache das jetzt seit 24 Jahren selbst, ich bin seit 22 Jahren Trainer und habe das auf höchstem Niveau auch trainiert und ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt, nicht nur bei mir, bei Bekannten, bei Freunden, sondern auch von Klienten, von professionellen Klienten, die ich hatte, aber auch Freunden und Bekannten, die ich trainiert habe und mich in der Szene umgehört habe. Ich bin echt weit gekommen, ich bin mittlerweile länger dabei im Bodybuilding, als viele von euch überhaupt alt sind. Und dann kriegt man einiges mit. Und die Frage ist, warum sollte ich hier irgendetwas erzählen, weil es gibt kein Gotti-System, einmal die Woche zu trainieren, ist das Normalste. Und deswegen habe ich mir jetzt Verstärkung dazu geholt. Den großen Mann hier an der Seite, denn auch er ist seit, wie lange machst du jetzt schon Bodybuilding? 15 Jahre. 15 Jahren dabei, er war auch mal, und jetzt kommen schon die Ersten, die sagen werden, ja, aber guck ihn dir doch an, der nimmt doch was. Darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, du hattest auch eine naturale Zeit in deinem Leben. Ja. Die gab es auch mal. Und es wurde in der Zeit viel ausprobiert. Und wenn ihr jetzt gleich die Worte und mal von ihm hört, und wir werden ein bisschen darüber offen diskutieren, da bin ich auch mal gespannt, zu welchen Ergebnissen und Werten du kommst. Zurzeit ist er Personal Trainer, damit verdient er hauptsächlich sein Geld und hat eine ganze Menge Klienten. Wie viel sind das ungefähr im Moment? Oh, schwierig. Sagen wir circa 100. 100 Klienten, das heißt sowohl online, aber auch immer wieder Leute, die er privat trifft und die er trainiert und die Ernährung natürlich und Coaching bis hin zur Bühne, darunter naturale, nicht naturale Athleten und so weiter, aber das sind die aktuellen 100, das heißt davor gab es auch schon jahrelang welche, er ist schon lange in der Szene unterwegs, er unterhält sich mit Kollegen und einer der wichtigsten Aspekte, die ich euch immer wieder da draußen nenne, ist, er ist Profi-Bodybuilder, er versucht das Maximale auf einer Bühne zu erreichen und wenn es irgendwo ein Technik, ein Trick gibt, der die Wissenschaft rausfindet, der ihm mehr Muskelmasse und mehr Muskelqualität liefern würde, du wärst der Erste, der es macht. Ja, absolut. Und das macht ihn für mich zu einer Referenz. Egal, ob er jetzt sagt, ja, aber der ist schon zu groß oder der nimmt schon das und das oder so und so weiter. Das würde komplett ignorieren, welche Erfahrung so ein Mensch hat. Und genau darüber sprechen wir jetzt mal. Von deinen 100 Klienten derzeit und von den Leuten, die du trainierst, wie viele würdest du schätzen, trainieren erfolgreich mit einmal die Woche zurzeit und zweimal die Woche? Also erstmal vorab, natürlich gibt es da Leute, die mit zweimal die Woche erfolgreich trainieren können. Definitiv. Das sind bei mir besonders vermehrt die Frauen, die natürlich gar nichts nehmen. Aber insgesamt reden wir hier so von 90% der ganzen Leute, die den Muskel einmal die Woche trainieren, das heißt entweder ein Vierer-Split machen, einen Fünfer-Split machen oder einen Sechser-Split machen oder manche tatsächlich auch trotzdem einen Dreier-Split, aber dann eben nur einmal die Woche. Ne? Das heißt nur also drei Trainingstage. Pausen ordentlich genau. Dazwischen. Das heißt drei Trainingstage pro Woche. Ne? Ja. Genau, das heißt, die machen dann einmal die Woche einen Dreier-Split durch. Und dann habe ich manche wirklich, die dann eben das, wie man es heute so schön sagt, Push-Pull-Legs-System zweimal die Woche machen. Dreier-Split? Genau, einfach ein ganz klassischer Dreier-Split. Was bei denen dann auch funktioniert, also bei den Leuten, die ich es ausgebildet habe. Erstmal ist das immer extrem individuell. Also es gibt wirklich Leute, die dann besser darauf ansprechen, auf den Dreier-Split zweimal die Woche zu machen. Aber bei den meisten, wie gesagt, da reden wir ja von den 90%, habe ich die Erfahrung gemacht und dann auch natürlich beide Seiten ausprobiert. Die haben dann auch mal eine Zeit lang den Dreier-Split gemacht, bei gleichen Bedingungen und auch bei den gleichen Ernährungsverhalten und so weiter, wo ich dann gesehen habe, dass der Fünfer- oder Sechser-Split, wie es da meistens ist, deutlich besser anschlägt. Hast du als naturaler Athlet auch schon so trainiert? Ich habe einen Dreier-Split angefangen, einmal die Woche, auch nur jeden Muskel einmal die Woche. Also quasi Training, Pause, Training, Pause, Training, Pause, genau, Pause. Genau. Und dann habe ich gesehen oder gemerkt, so okay, irgendwie kann ich das jetzt noch mehr aufteilen, ich will mich noch mehr auf den Muskel konzentrieren, dann bin ich auf den Vierer-Split hochgegangen, dann auch auf den Fünfer-Split. Vor allem Rücken, Beine unterteilen, genau. Ist ein Game-Changer, ja, ja, ne? Für die großen Fall. Muskeln. Ja. Das sowieso. Ja, bis ich dann hinterher gesagt habe, so ein Fünfer-Split fahre ich halt am besten, ne? Also gerade im Aufbau.
wo ich dann wieder gemerkt habe, okay, 6er-Split ist manchmal doch zu viel im Aufbau, wo die Regeneration dann doch eher zugutekommt. Das heißt, 5er-Split, ich trainiere alle Muskelgruppen innerhalb 5 Trainingstage durch, habe dann 2 Tage Pause die Woche und damit ist die Woche durch. 6er-Split wäre im Prinzip, ich trainiere alle Muskeln innerhalb 6 Trainingstage durch, habe 1 Tag Pause die Woche. Das war mir manchmal im Aufbau ja etwas zu viel, weiß nicht, will ich nicht sagen, aber irgendwie, ach, das ist immer vom Kopf her so, du weißt, du hast 2 Pausentage, ist immer so sehr entspannt. Wenn du weißt, zum Beispiel, oh, heute fühlst du dich gut, machst einen Pausentag, oh, du musst die restlichen Tage auf jeden Fall gehen. Ne? Das ist auch hier oben so. Was aber auch funktioniert, ne? Ich kenne auch sehr, sehr viele, die super erfolgreich mit dem 6er-Split auch im Aufbau trainieren. Ne? Was ich aber dann sagen muss, immer in der Diät gemacht habe, wirklich jeden Muskel einzeln. Das heißt, wir reden hier Beine sogar separat, vordere einen Tag hintere Beine, einen Tag Rücken, einen Tag Schulter, einen Tag Brust und einen Tag Arme. Das heißt, dann habe ich jeden Muskel einzeln trainiert innerhalb von 6 Trainingstagen und einen Tag Pause die Woche gemacht. Das ist dann meine Wettkampfdiät. Hast du denn früher auch dann, du hast wahrscheinlich sehr viel ausprobiert noch in der Zeit, auch in der Naturalzeit, ja. Ganzkörper, Zweiersplits, Oberkörper, Unterkörper, die jetzt so ein bisschen verbreiteter sind, hast du es zumindest mal ausprobiert, dass du wusstest, ja, okay, das funktioniert nicht? Also wenn ich mich ganz zurück erinnere, so die ersten Trainingstage im Studio, da habe ich gleich einen Zweiersplit gemacht, also Oberkörper, Unterkörper. Ne? Mhm. Und dann nach sehr, sehr kurzer Zeit, lass es vielleicht ein paar Wochen gewesen sein, bin ich auf den Dreier-Split rübergegangen. Ne? Also das wäre auch dein professioneller Rat, wenn du jetzt blutige Anfänger bekommst, Leute, die vielleicht nicht Anfänger sind, aber zumindest 70 Kilo noch wiegen, am Anfang ihrer Karriere sind und du kommst als Personal Trainer ran. Ja, also wenn die wirklich noch gar kein Krafttraining gemacht haben, dann sollen die erstmal mit einem Zweier-Split starten. Völlig in Ordnung. Ja. Ganzkörper weiß nicht, muss man auch nicht mal als Anfänger mit starten, ist meine Meinung so. Weil Zweier-Split, da hast du erstmal genug zu tun. Wenn du dann, sagen wir mal, 2 Übungen für den Rücken machst, sag mal, der geht 3-mal die Woche trainieren oder 4-mal. So, dann macht er das Ganze 4-mal das Prinzip, dann macht er 2 Übungen für den Rücken, dann macht er vielleicht noch 2 Übungen für die Brust, dann hat er noch Schulter mit, dann hat er noch Trizeps dran, Bizeps, dann will er auch noch den Bauch trainieren. Da kommt ja einiges an Volumen schon zusammen. Ne? Ja, und ist auch das erste Mal, das heißt, genau, der Körper wird mit ordentlich Muskelkraft reagieren. Das ist das, was ich meine, richtig. Die Sehnen. Richtig. Und deswegen, also da ist ein Zweier-Split meiner Meinung nach völlig ausreichend. Erstmal, dass er sich noch halbwegs auf der Muskel so ein bisschen konzentrieren kann. Ne? Mhm. Na gut, ich meine, viele denken ja auch jedes Mal, es geht bei der Regeneration um dieses optimale Proteinsynthese-Dingen, dass der Muskel sich ja eigentlich nach 2 bis 3 Tagen schon wiederholt. Das Problem ist, es geht nicht nur um den Muskel. Richtig. Es geht gerade um, auch bei unterstützten Athleten, die Gelenke werden, du hast gesagt, zum Teil höchstens geschützt und ja, sind stärker, aber eigentlich nicht so, wie die Muskeln, richtig, vorantreiben. Das heißt, irgendwann wächst du und siehst so aus und kannst 200 Kilo Bankdrücken machen. Aber wenn du das 2-mal die Woche machen würdest, plus ja, 2-mal die Woche Rücken, plus 2-mal die Woche ja, Beine, absolut, dann knicken auch deine Gelenke irgendwann. Erst das und das zentrale Nervensystem. Ja. Ja, muss dann auch noch ganz stark werden. Wenn ich diese Kackviecher nicht habe. Du weißt, wenn du gestochen wirst, dann ist das der Penis von einer Mücke, ne, die ja durch deine Poren gedrückt wurde. Das ist, man dachte immer, das wäre ein Stachel, das ist der Penis. Guck dir das mal an, ne? Das war definitiv ein Penis. Zumal, wenn man richtig hart trainiert. Und das ist vielleicht so der größte Unterschied, den wir haben. Vielleicht, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, trainieren die Leute in der Regel wirklich intensiv und hart genug? Nein, die meisten eher nicht. Wir reden hier wirklich von 80% oder nicht sogar noch mehr als 80, die nicht richtig hart trainieren. Ne? Also wo wir sagen, okay, boah, die haben alles gegeben, da ging nichts mehr. Das sind wahrscheinlich noch weniger als... Ja, denn das ist eine der wichtigen Voraussetzungen, wo ich auch immer wieder merke, da gebe ich euch auch allen recht, beziehungsweise was heißt euch, da gebe ich denen recht, die sagen 2-mal die Woche. Ja. Weil sie einfach nicht die Intensität reinbringen, das muss man auch erstmal lernen, das muss man sich verdienen. Richtig. Ich glaube, am Anfang konnte ich das gar nicht. Nee, das funktioniert am Anfang auch nicht. Nee. Und deswegen fängt man halt auch nicht mit dem 5er-Split direkt an am Anfang. Ne? Genau. Man macht es halt in der Regel nicht. Könnte man auch, aber man will eh nicht an seine Grenzen gehen können, weil der Körper doch gar nicht so belastbar ist. Mental muss man das ja, auch erstmal schaffen. Auch richtig. Sich so wirklich zu zerstören. Aber ja, dann geht man auf Nummer sicher. Das ist immer mein großes Hauptargument. Selbst wenn ihr dann sagt, ja, aber dann muss ich ihn doch nicht so zerstören, den Muskel. Dann müsst ihr einen bestimmten Korridor treffen zwischen nicht genug gemacht, um den Reiz zu setzen, ja, oder zu viel gemacht, um wenn du dann weitermachst, merkst du nach 3 Wochen, shit, meine Schultern machen nicht mehr mit, ich bin ja, im Übertraining ja, oder so. Es kann schnell passieren. Wenn du aber dir einfach sagst, dann nehme ich mir 3-4 Tage mehr Pause, aber dafür zerstöre ich ganz, aber dann bist du auf Nummer sicher. Und das ist ja, hier vielleicht das Wichtigste dabei, aber das muss man lernen. Und zu mir kamen schon viele, die sagten, oh, ich trainiere sehr intensiv, mhm, und dann trainiere ich mit denen, war dann doch nicht. Das habe ich auch so ganz oft gemerkt, ja, ja. Also das höre ich ja immer wieder, ne? Boah, ich gebe Vollgas im Training, da habe ich mit den Leuten am Personal Training und dann sehe ich,
Das ist bei mir eher Halbgras, ne? Ja, genau. Das hatte ich auch. Das gibt sogar schon Videos auf dem Kanal. Dann fangen die Leute an zu zittern nach der Hälfte und sagen, wir können jetzt nicht mehr. Machen wir den eine Übung, dann noch Reduktionssets hinterher, sind die nach der ersten Übung platt, ne? Ja. Und ich denke, hey, wir haben gerade angefangen, aufgewärmt, ne? So nach dem Motto. Ja, genau. Wir sind jetzt langsam warm. Also können wir jetzt kommen wir zu den Kniebeugen und so weiter, zu der richtigen Übung erst. Ne? Genau. Ja. Naja, ich hoffe, das hat euch was gebracht, dass ich mal noch einen Profi, der das auch aktuell genauso macht. Hier sitzen jetzt insgesamt 39 Jahre Erfahrung. Ja, das ist ja nicht nur, dass wir das nur sagen. Und wir werden ja auch nicht dafür bezahlt, das zu sagen, sondern Leute wie Jay Cutler, Markus Rühl, die haben ja nicht aus einem gewissen Grund auch jeden Muskel einzeln trainiert. Das einmal die Woche. Manchmal haben sie es zweimal die Woche gemacht, aber dann reden wir hier von, die haben einen Sechser-Split. Quasi zweimal die Woche waren, also ganz pervers, weil die nichts anderes außer Bodybuilding gemacht haben. Das heißt, deren Routine war dann morgens aufstehen, Cardio, fressen, erste Trainingseinheit, fressen, schlafen, fressen, schlafen, fressen, zweite Trainingseinheit, fressen, schlafen. So lief das dann die ganze Woche ab und ein Trainingsfeind. Ja. Und keiner sagt, das würde definitiv nicht funktionieren, das sage ich ja auch nicht. Das heißt, man wird auch so einen Körper aufbauen. Die Frage ist, wenn ich das gar nicht muss. Und das war so ein bisschen der Dorian Yates, Mike Mentzer Ansatz. Wieso sollte ich zweimal am Tag anderthalb Stunden trainieren, insgesamt 3 Stunden, wenn ich das Gleiche machen kann mit alle 2 Tage für 45 Minuten? Dorian Yates hat es auf den Punkt gebracht. Er hat viel Gewicht bewegt in kurzer Zeit mit wenig Wiederholungen und hat dann den Reiz für eine ganze Woche gesetzt. Ja. Und das war okay. Wozu soll ich mich dann so viele Stunden rumplagen? Ja, natürlich heißt es, dann kann man auch gut aussehen, aber braucht man nicht. Ja. Naja. Also, wenn euch das mal etwas gebracht hat, dann lasst es mich wissen. Lasst natürlich gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Hier findet ihr auch noch eine ganze Menge andere Videos, auch vor allem zu diesem Thema. Es wird immer wieder Fragen aufkommen. Und wer es einfach nicht glauben will, dass das eigentlich in der echten Fitnessszene jenseits von Social Media gang und gäbe ist und dass die meisten Trainer das auch so machen, ja. Nun gut, dann können wir dem auch nicht helfen. So oder so werdet ihr trotzdem Bodybuilding machen und wenn ihr Vollgas gebt und wenn ihr was tut, dann werdet ihr auch einen schönen Körper haben. Das will euch keiner abstreiten. Absolut. Und es soll ja auch immerhin ein wenig Spaß machen, aber eben nicht nur. Ich bin auch immer für Disziplin und reiß dir den Arsch auf, das darf es nicht immer Spaß machen. Das stimmt. Na gut, also dann macht's gut, bis bald, euer Gotti. Ciao.